aus, dass sich auch E-Books der Preisbindung unterliegen. Wir haben alle Vertragsformen, das spielt aber für uns bis jetzt in der Praxis keine Rolle. Wir gehen davon aus, dass E-Books der Preisbindung unterliegen und ob wir diese nun über Agenturverträge einkaufen oder im Rahmen normaler Lieferverträge, war eigentlich nie so unser Thema. Auch dieser Vergleich, der jetzt wohl geschlossen werden wird, ja, den haben wir aufmerksam verfolgt an sich als, denke ich, als Vergleich noch relativ harmlos jetzt für uns als Marktteilnehmer. Die dahinterliegende politische Auseinandersetzung allerdings, hat, glaube ich, vor kurzem die Zeit ganz gut auf den Punkt gebracht. In der Ausgabe 40, glaube ich, war das, titelte die Wochenzeitung Die Zeit Kulturkampf. Weil es stoßen hier tatsächlich zwei Welten aufeinander. Von insbesondere der EU-Kommissarin Kroes ausgehend wird ein preisfreier Markt europaweit angestrebt, grenzüberschreitend europaweit. Dagegen stehen nationale Vorstellungen. Sie haben vielleicht gelesen, was die französische Kulturministerin gesagt hat, die für Frankreich den Weg der Preisbindung festgelegt hat und auch ein im Preisbindungsgesetz E-Books mit aufgenommen hat. Die EU-Kommission hat ja schon gesagt, dass sie dieses eigentlich als rechtlich nicht haltbar ansieht und erwägt, Klage zu erheben, aber meines Wissens nach ist eine Klage dagegen noch nicht erhoben worden. Also es stoßen hier tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander. Und für uns als Marktteilnehmer stellt sich natürlich sehr wohl die Frage, wird es künftig in Europa einen fairen Retail geben? Denn es ist ja nicht nur eine Frage von Preisbindung, ja oder nein, sondern wenn multinationale Konzerne europäische Subventionen nutzen, zum Beispiel unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, dann können nationale Marktteilnehmer dieses nicht. Wenn ein Konzern von Luxemburg aus ein deutsches Buch einem deutschen Verbraucher verkauft, dann wird dieses mehrwertsteuermäßig subventioniert, 3%, also 3%. Wenn ein deutscher Händler dieses gleiche Buch dem gleichen deutschen Kunden verkauft, dann zahlt der gleiche deutsche Kunde 19% Steuer. Das heißt, wir haben europaweit noch längst keine einheitliche Bedingungen und dem stehen aber diese Tendenzen gegenüber, zwar die Preise freigeben zu wollen, das ist erkennbar die Tendenz, aber auf der anderen Seite nicht die gleichen Bedingungen zu schaffen, sodass alle Händler europaweit zu gleichen Voraussetzungen diese Dinge anbieten können.